Ich möchte in dem Video nun zeigen, wie ich die Linien der Tabelle formatiere. Dabei geht es mir nicht darum, dass ich diese Linien einfach alle auf einmal dicker mache, sondern einzelne Linien einzeln verändere, um sie halt zum Beispiel dicker zu machen bzw. auch zu entfernen. Dazu gucken wir uns gerade mal im Menü Tabelle Tabellen-Eigenschaften an. Dazu muss ich allerdings den Cursor in einer Tabelle drin haben, nur dann ist dieser Befehl anwendbar. Es erscheint dann ein Dialogfenster, in dem ich verschiedene Änderungen vornehmen kann. Zur Tabelle gibt es verschiedene Einstellungen. Mich interessiert aber zunächst mal nur die Umrandung. Was man hier machen kann, ist auf der linken Seite verschiedene Linien auszuwählen. Nun ist es so, dass ich ja eine Tabelle habe, die mehrere Spalten und Zeilen hat und nicht nur zwei Stück, wie hier in diesem Vorschaubild zu sehen sind. Dazu muss man wissen, dass diese Linien hier sozusagen teilweise als Stellvertreter für alle Linien sind. Und da gibt es dann die Unterscheidung zwischen der Linie oben, das entspricht auch der Linie, der obersten Linie in meiner Tabelle. Die mittlere Linie hier steht quasi stellvertretend für alle mittleren Linien, die ich in meiner Tabelle habe, und das entsprechend nur für die letzte Linie. Und das gilt genauso auch für die senkrechte, für die linke und die rechte. Hier in der Mitte kann ich den Stil einer Linie anwählen, die ich ausgewählt habe. Das ist in diesem Fall also, dass ich alle Linien, sowohl die äußeren als auch die inneren, angewählt habe, und dann wird sich das entsprechend ganz verändern. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, den Abstand zum Inhalt zu bestimmen, das heißt, wie weit ist der Abstand von den Linien entfernt. Wenn ich den zum Beispiel verändern will, entweder gleichzeitig bei allen oder bei einzelnen, hier kann ich das also an der Stelle machen. Nun ist es so, dass ich erstmal nur die Linie hier unter meiner Überschrift etwas dicker machen möchte, und ich wähle in diesem Fall die oberste Zeile aus und gehe wieder in den Dialog. Und jetzt möchte ich von diesem markierten Bereich hier nur die unterste Linie verändern. Und die anderen sollen gleich bleiben. Und dann muss ich Folgendes machen. Und zwar muss ich alle Linien, die unverändert bleiben sollen, so grau darstellen. Und die Linie, die verändert werden soll, muss hier mit diesen Pfeilen markiert werden. Jetzt möchte ich gerne eine andere Dicke einstellen, nehmen wir mal zwei Punkte. Man sieht, dass das hier hervorgehoben ist, und die anderen, diese grau markierten, die bleiben also unverändert. So, und das ist dann auch wie gewünscht geschehen. Was ich noch machen möchte, ist den äußeren Rand, also hier jeweils das Außen, entfernen. Und das ist also eine Aktion, die für die ganze Tabelle wichtig ist, also muss ich die ganze Tabelle markieren. Und dann gehe ich wieder in den Dialog. Und wieder geht es ja darum, dass die inneren Linien unverändert sind, sondern nur die äußeren. Und jetzt ist hier noch eine innere mit den schwarzen Pfeilen markiert. Und jetzt ist aber das Äußere auch nicht mehr markiert. Da müsste ich jetzt versuchen, das so hinzubekommen, dass die Äußeren markiert sind. Aber hier gibt es glücklicherweise ein Knopf, der also das so markiert, dass die Inneren gleich bleiben und verändert, während die Äußeren markiert werden. Da das Ganze unsichtbar werden soll, kann ich hier dann zum Beispiel den Stil keine Linie anwenden und das Ganze verschwindet dann. So, zumindest sieht man jetzt, dass außen nur noch eine graue Linie ist. Das ist in diesem Fall also keine Linie mehr, die gezeigt wird, sondern das ist eine der sogenannten Tabellenbegrenzungen, die mir quasi zeigt, wie groß die Tabelle ist, auch wenn ich dort keine Linie darstelle. Man kann diese Tabellenbegrenzung übrigens hier ausschalten, und so sieht man dann quasi, wie es später beim Ausdruck aussieht. So, wir lassen das aber erst nochmal an. So, der nächste Punkt, ich möchte gerne die Zwischenlinien hier zwischen meinen einzelnen Tagen, in den Zeilen mit den Tagen, möchte ich jeweils entfernen. Dann muss ich aufpassen, dass ich natürlich nur den Bereich
markiere, bei denen ich das ändern möchte. Das heißt, da die obere dicke Linie gleich bleiben soll, markiere ich diesen Bereich nicht. Ja? Und jetzt gehe ich wieder in Tabelleneigenschaften. Und mir geht es jetzt ja darum, dass die waagrechten Linien entfernt sind. Die senkrechte, die jetzt hier momentan noch markiert ist, muss unverändert bleiben, während diese hier jetzt markiert ist. Und auch die sollen ja verschwinden, also Linienstil, keine Linie. So, und dann habe ich das so wie gewünscht. Man sollte sich ruhig, gerade wenn man eine Linie entfernt, mal überlegen, ob das immer noch so gut sichtbar ist. Weil jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht so ganz genau erkennen kann, was gehört in welche Tabellenzeile. Was man da noch machen kann, ist, dass man die Abstände zu den in diesem Fall nicht sichtbaren Linien verändert. Nämlich, dass man zum Beispiel festlegt, dass oberhalb oder oben am Rand einer Zelle etwas mehr Platz ist hier. Ich möchte nur oben das Ganze verändern, deshalb tue ich das Synchronisieren abschalten und lege zum Beispiel 0,5 cm fest. Und dann habe ich einen größeren Abstand und kann, ohne dass ich Linien habe, also gut erkennen, wo eine neue Zelle anfängt. So, das also zum Einstellen der Linien. Wichtig ist eben, man muss markieren und man muss unterscheiden zwischen Zwischenlinien und den äußeren Linien.